Servus und hallo, meine lieben Freunde. Ja, ich habe es ja schon auf Instagram angekündigt. Falls ihr es nicht gesehen habt, hier nochmal die Info. Wir haben ein Produkt aus dem Hause Graugier geschickt bekommen, und zwar die neue Produktpalette, um seine PlayStation 5 Speichererweiterung zu kühlen. Und im ersten Step werden wir jetzt ein ganz kurzes Unboxing machen und schauen uns danach dann mal an, wie man die Dinger installiert und gucken mal die Unterscheidungen zwischen den vier an, für wen das Ganze dann sich vielleicht eignet und auch für welchen Geldbeutel das Ganze ist. Schaut auch gerne unten mal in die Beschreibung rein, da habe ich euch die Links dazu reingepackt. Falls ihr noch weitere Fragen habt, gerne in die Kommentarbox, und jetzt starten wir mit dem Unboxing. Genau, wir fangen auch gleich mit den kleinsten an, und zwar Produkt Nummer 1 wäre das Teil hier. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend aus. Ähnlich wie jetzt dieses Produkt hier, wenn ich so ein bisschen das Ganze betrachte. Die sehen sich ziemlich ähnlich, bis auf dass hier ein kleiner Unterschied ist. Der hier soll sogar 45% mehr kühlen, also der andere, als der hier. Schauen wir einfach mal rein, was denn bei Graugier so im Standard-Lieferumfang ist. Das machen wir jetzt mal auf. Gucken wir mal rein. Und zwar sieht man hier ganz schön, da ist die Unit und halt die Blende dann dafür, die man hier reinschieben kann. Die wird dann entsprechend auch immer verklebt. Da ist das Standardpäckchen sozusagen dabei, bestehend aus einem Schraubendreher, was ich sehr cool finde. Das ist eigentlich standardmäßig. Die Kühlpads sind dabei und eine eigene Graugier-Blende ist mit dabei. Sehr, sehr cool. Schauen wir mal, wie das jetzt beim anderen ausschaut. Also bei diesem Produkt gucken wir jetzt mal rein. Also ich zeige es euch auch noch mal in die Detailkamera. Mal ganz kurz aus. Das ist der etwas größere. Sieht vom Verpackungsinhalt her gleich aus. Wir haben wieder die Graugier-Blende und haben auch den Graugier-Kühler hier. Also der sieht schon ein bisschen größer aus, wenn man das jetzt mal so sieht. Aber soll natürlich auch aufgrund der Größe ein bisschen mehr Kühlleistung haben. Ansonsten auch die Kühlpads hier drin und auch ein Schraubendreher. Also das heißt, das zieht sich eigentlich komplett durch die ganze Produktpalette bei Graugier durch, dass man immer schön einen Schraubenzieher auch mit dazu bekommt. Oder es sollte ja nicht Schraubendreher heißen, na, ihr wisst, was ich meine. Jetzt haben wir noch den Kandidaten hier. Den finde ich vom Design her sehr, sehr ansprechend, weil das so eine All-in-One-Lösung ist. Bin ich schon sehr gespannt. Schauen wir mal rein. Da haben wir auch ein Thermalpad, einmal in etwas dickerer Größe und einmal etwas dünnerer Größe. Und das ist dieses Teil, also wirklich so eine All-in-One-Lösung, die man dann auch entsprechend aufkleben kann und auch aufbringen kann. Finde ich sehr cool, vor allem vom Design her ist das, denke ich, mit einer der schönsten. Und soll natürlich auch, was die Kühlung betrifft, mit am meisten bringen. Also der hat 50%, ähnlich wie dieser Klopper hier. Finde ich vom Design jetzt nicht am ansprechendsten, aber das ist ja vielleicht auch nicht ganz so wichtig, denn beim Kühlen geht es vielleicht nicht unbedingt ums Design, weil man sieht es ja auch in der PlayStation nicht. Da geht es ja auch ein bisschen um Effizienz. Also das heißt, wenn ich das Ganze jetzt hier auspacke, sieht man auch hier schöne Anleitung, und dann haben wir hier wieder den Schraubendreher und auch unsere, ja, Heat Unit. Also die ist schon ein bisschen anders verschraubt, aber schauen wir uns dann natürlich im Detail an. Mehr ist jetzt hier auch nicht dabei, bis auf die Schrauben und eine Anleitung. Aber sonst sehen die eigentlich relativ gleich aus. Jetzt schauen wir uns natürlich nochmal an, wie wir das Ganze in die PlayStation reinbekommen, weil das weiß der ein oder andere vielleicht gar nicht. So, im Endeffekt ist es so, wenn ihr die PlayStation aufmachen wollt, legt ihr sie auf diese Seite. Das heißt, hier vorne ist dann der Einschaltknopf, und legt sie auf diese Seite und schiebt dann diese Platte nach. Das ist wieder draußen. Ja, so. Und zwar, das klickt ja hier so ein, und dann könnt ihr die so zu euch ziehen. Also so müsst ihr sie aufmachen, weil hier sind nämlich diese Haken drinnen, die eben sich so verkeilen. Das heißt, so macht man es zu, nach vorne, und zu euch ziehen macht man sie auf. Ihr müsst es mit einem kleinen Ruck machen. So, nachdem die PlayStation jetzt offen ist, sehen wir jetzt hier auch die Speichereinheit. Die habe ich jetzt schon hier mit der Schraube, die hier im Endeffekt verbunden war, die habe ich gelöst. Und darauf käme jetzt dann der Heatsink. Das heißt, wir haben jetzt drei verschiedene Arten von Heatsinks. Das wäre jetzt mal Kandidat Nummer 1.
wenn wir uns das anschauen, wartet mal, ich schau mal, dass der Fokus das auch kriegt. Das sieht man dann jetzt hier in der Form. Und dann kommt oben diese Metallplatte drauf. Die wird hier einfach eingeklinkt. Gibt es extra so eine Lasche dafür. Und dann drückt ihr dann im Endeffekt komplett das runter und macht das mit der Schraube hier fest. Dann ist das auch fixiert. Das heißt, ihr habt hier ein Custom Graugear Design und finde ich eigentlich ziemlich sexy. Das ist wie gesagt der kleinste Kühlkörper, das wäre der Kandidat. Der etwas größere Kühlkörper ist der hier. Gleiches System wird hier drauf gelegt und kann dann entsprechend auch wieder mit der grauen, also silbernen, mit dieser silbernen Platte dann einfach heruntergedrückt werden und fixiert werden. Das heißt, das wird auch so gemacht. Ein bisschen anders vom Befestigen her ist es so bei unserem etwas größeren Kandidaten, den hier. Und zwar müsst ihr den auch drauflegen. Der wird halt aber hier fixiert, an der Stelle einmal mit einer Schraube und an der Stelle. Also jeweils an zwei Stellen, einmal hier und einmal hier und bleibt dann aber in dem offenen Design. Das heißt, das ist dann im Endeffekt so, dass da keine Platte nochmal drüber kommt. Das ist ähnlich jetzt auch wie bei unserem letzten Kandidaten. Das ist dieser Kandidat hier, der, was mir jetzt persönlich vom Design her am besten gefallen hat, weil der kommt nämlich einfach nur hier rein, zack, wird drüber gelegt und ganz ehrlich, Leute, schaut euch das mal an. Der passt einfach wie die Faust aufs Auge hier rein, wird einfach nur festgeschraubt und fertig. Das ist schon, meiner Meinung nach, vom Design her, ist der da das Beste, was es gibt. Und rein von der Montage, wenn ich jetzt mir mal anschaue, ist der natürlich, es ist super, super schnell gewesen, ne? Habt ihr ja jetzt gesehen, das Ding war wirklich easy angebracht. So, eine Sache wollte ich jetzt noch kurz checken. Genau, was ich jetzt noch kurz checken wollte, ist, wie man bei dieser eben die Wärmepads anbringt. Und zwar ist es so, dass unter dem Speicher ein kleines Plättchen auch angebracht wird, dass es so ein bisschen einen Puffer hat. Und dann kann man je nach Dicke auch die Wärmepads anbringen. Das muss man halt dann individuell gucken, wie die Größe dann entsprechend ist. Aber das Teil hier, muss ich persönlich sagen, ist vom Design her mit das Schönste. Und ich glaube, das ist auch das, was ich persönlich verwenden werde, weil es auch von der Kühlleistung her die 50% erzeugt, die ich einfach ziemlich sexy finde. Und ich finde einfach vom Design her ist das das Geilste. Also Graugear, dieses Teil hier gefällt mir mit am besten und bin sehr, sehr gespannt, wie die Kühlleistung ist. Und darüber werde ich jetzt dann im Fazit berichten. So, zu guter Letzt habe ich jetzt natürlich die Installation durchgeführt und ich finde die mittlere Platte, die einfach nur diese gesamte Platte ist, die schaut einfach am geilsten aus und fügt sich insgesamt am besten ins Design ein. Finde ich persönlich, ist meine Meinung. Ich bin aber sehr, sehr gespannt, was die Kühlleistung betrifft. Und seht ihr, es passt einfach perfekt in die PlayStation rein und ich kann es eigentlich kaum erwarten, die Kühlleistung zu sehen, die dieses Teil verbringt. Das Teil braucht man dann eigentlich nicht mehr, weil wir haben ja jetzt komplett das Teil verbaut. Ziemlich, ziemlich sexy. Fazit technisch möchte ich ganz kurz ein kleines Fazit ziehen. Graugear ist neu am Markt, deswegen gibt man ihnen gerne auch einfach diesen Newcomer-Bonus. Und das möchte ich an der Stelle einfach mal sagen, dass sie wirklich so ein bisschen an alles gedacht haben. Das heißt, es fängt beim Schraubendreher an, der einfach mit dabei ist. Man muss keinen suchen. Es fängt beim coolen Design an. Es ist simpel zu verstehen, einfach zu montieren. Und ich kann jetzt auch sagen, dass die Kühlleistung, die man so gemerkt hat, also einfach von den Sensoren, die ich jetzt mal getestet habe, ich kann jetzt da keine Werte geben, weil das natürlich extrem schwer ist, weil ich es immer mit einem offenen Gehäuse testen musste, weil ich habe keine Möglichkeit, das irgendwie innen einen Sensor zu verbauen, habe ich gemerkt, dass im Vergleich zu dem alten Kühler, den ich hatte, das war jetzt hier so ein ganz, ganz billiger, der vielleicht ein paar Euro nur gekostet hatte, die Leistung definitiv mit dieser großen Platte und der Kühlleistung extrem gestiegen ist. Ich konnte jetzt natürlich nicht beweisen, dass das wirklich 50% ist, weil ich natürlich vorher auch einen Kühler drauf hatte.
Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass solche Werte auch erzielt werden, weil dafür sind sie ja auch spezialisiert. Das heißt, diese Werte von 50% halte ich auf jeden Fall für realistisch. Und was ich sehr, sehr cool an Graugier finde, ist einfach dieses, ja, Works by Design. Das heißt für mich, ihr packt es aus, ihr versteht das Produkt, legt es ein und das Ding funktioniert. Und das hier ist wirklich sehr, sehr cool in das Ökosystem integriert in die PlayStation. Also für mich ist der hier der klare Gewinner, weil er perfekt in das Ökosystem für die PlayStation passt. Ich sag mal, der Kandidat hier zum Beispiel ist auch perfekt für eine SSD, wenn ihr Platz dafür habt, packt sie drauf. Und das ist halt immer so eine Geschichte, kühlt man seine SSDs oder seine NVMEs, habt ihr auch eine längere Lebenszeit von dem Ding. Und das soll es auch von dem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für jeden Geldbeutel, wie gesagt, ist was dabei. Schaut einfach mal unten in die Videobeschreibung, da findet ihr die Links zu den Produkten. Bis zum nächsten Mal, euer Basti. Tschaußen! I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again.